Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Bei den Acht. Na schön. Aber nur bis zum Start. Ich merke gerade, ich sollte echt die Anmoderation, immer im Pausemenü machen. Und anscheinend begleiten wir jetzt die Camilla gerade zum Stadtrand. Weil wir für Lucan die goldene Klaue wiederfinden müssen. Wir folgen ihr jetzt kurz, weil wir das müssen, aber da müssen wir mal kurz zurück. Damit wir noch ein paar Sachen verkaufen können. Aber echt, muss ich echt immer. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Das ist ein Haus. Den Berg, direkt hinter den Gebäuden. Ah, der da, ja. Das sollte man echt, Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Warum? Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Trolle? Wirklich? Bist du dir sicher? Na geh, los! Nur wegen dem Huhn musst du nicht stehen bleiben. Komm, jetzt beweg dich! Oder ist das hier schon der Stadtrand? Och, jetzt reicht's mir. Das macht mich aggressiv. Erst mich in der Anmoderation... Jetzt bleibt ihr auch noch stehen. Ja, tschüss. Mich erst in der Anmoderation stören und jetzt nicht mitkommen. So haben wir's gerne, klar. Warum nur Lucans goldene Klaue gestohlen wurde? Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lucan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Was ist denn mit ihrer Brust los? Er ist doch so ein Kind. Die wirft immer unterschiedliche Schatten. So, haben wir jetzt alles? Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Gerne. So, wie... Viel Glück. Danke. Lucan und ich warten im Laden auf euch. Macht ruhig. Ich werde aber zuerst im Laden sein, weil wir müssen uns ein bisschen leichter machen. Wir müssen ein bisschen ein paar Gegenstände verkaufen. Unser Goldsäckle muss ein bisschen voller werden. Unser Rucksack muss ein bisschen leerer werden. Denn wir werden einiges da oben finden. So. Je eher ihr die... Ja, laber nicht. Zeigt die Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gegenstände über dem Tresen und Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke X. So, seine Sachen. Ach, das ist aber, haben wir ja selber. Diadem, Veränderungszauber, setzen wir aktuell noch nicht ein. Dietrich, wie viel haben wir da? Eisendolch, Eisenerz. Damit konnte man nicht mit Eisenerz den Eisendolch verbessern. Komm, wir nehmen mal eins mit. Oh, der Eisenhelm sieht geil aus. Stimmt, wir sollten vielleicht nicht permanent als Kaiserliche rumrennen. Das kommt vielleicht ein bisschen doof. Seelenstein, großer Seelenstein, das kommt dann später noch. Was ist das? Horkerzahn, Karotte. Oh, die sind teuer. Wie viel Geld haben wir denn? 133, locker. Können wir uns leisten. Machen wir. Pelzhelm. Zauberbücher. Oh, das ist gut. Also, was haben wir denn? Aber die sind... Ja, so viel Geld haben wir nicht. Das ist das Problem. Komm, wir verkaufen erstmal was. Unsere Sachen. Wir haben eine Menge Waffen. Verkaufen. Das letzte Ende ist auch Ballast. Eine können wir verkaufen. Eisenpfeile bleiben bei uns. Ein Eisenstreitkolben können wir verkaufen. Kaiserliches Schwert verkaufen. Langbogen brauchen wir nur einen. So, Bekleidung, da haben wir ordentlich. Kaiserliche Rüstung, die bringen wenigstens 40 hier erstmal. So, das Eisenschild brauchen wir nicht. Die Fellstiefel brauchen wir nicht. Kaiserliche leichte Armschienen. Brauchen wir nicht. Rüstung brauchen wir nicht. Jo, jetzt haben wir schon mal... Das Gold, das füllt sich. Das hat sich schon gelohnt, das alles mitzunehmen. Also ist es nicht. Den behalten wir mal. Die Novizenrobe. Behalten wir auch mal noch. Ach, den Ring sollten wir uns mal anlegen trotzdem. Wenn wir geschenkt bekommen haben.
Das hier können wir auch noch verkaufen. So, jetzt haben wir wenigstens 410 Gold und damit können wir mal kurz bei den Büchern nachgucken. Eichenhaut steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 40%. Frostbiss, Frostschaden. Hellsehen zeigt den Weg und finden wir aber auch so. Leichter Schutz erhöht den Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Raserei, Kreaturen und Personen bis zur Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Zombie erwecken, belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Ich bin gerade im Überlegen. Ob wir das hier nehmen. Wir können natürlich auch beides nehmen. Leichter Schutz und Zombie erwecken. Letzten Endes findet man die Bücher aber auch gerne mal wo. Ich nehme den leichten Schutz mit. Verkauft ihr Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Bis zum nächsten Mal. Das werden wir aber jetzt, für jeden, den das interessiert, das können wir jetzt leider, wir könnten es machen. Allerdings, wir sind hier, ich will rauszoomen, Weltkarte. Wir sind hier und Winterfeste ist da oben. Da wird's kalt. So, jetzt lesen wir mal im Fix noch das Buch. Bitte, es dauert manchmal ein bisschen länger. Leichter Schutz. Baba. Leichter Schutz. So. Jetzt können wir erstmal so alles auf unsere Favoritenliste setzen. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Im Laufe des Spieles werden sich dann die Favoriten herauskristallisieren, definitiv. So, wir haben es immer noch dunkel. Jetzt wollte ich jetzt. So, okay. Ich wollte jetzt gucken, wie viel Trag. 156 Traglast. Was haben wir denn noch alles mit? Das habe ich schon jetzt vergessen. Sonstiges habe ich vergessen, ne? Ah, ne, es ist nicht wirklich schwer dabei. Schweres dabei. Schlüssel. Zutaten. Das. Aber jetzt auch. Was nimmt denn hier noch so viel an? Ja, warte mal, das können wir mal jetzt erstmal tragen. Ah, diese kaiserliche Rüstung, da wäre schon einiges dann weg. Streitkolben. Ja, es summiert sich dann halt alles irgendwann. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier hin. Weil mit dem Eisen. Wo haben wir es denn jetzt? Hä? Nee, warte mal. Da. Mit dem Eisen oder war es was anderes? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, Eisenbarren. Erfordert Eisenbarren, okay. So. Gut. Dann latschen wir jetzt mal los. Vorbereitung hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Wir hätten jetzt natürlich auch. Ja, keine Ahnung. Nee, wir sind bestens ausgerüstet. Da oben finden wir dann auch noch was. Im Langbogen vielleicht nach Pfeilen hätten wir suchen können. Aber wenn, dann müssen wir halt ganz genau zielen. So. Sieht natürlich auch mal schön aus. Mit unserem Schwanz da hinten dran. Ach, ich glaube, ich bin froh, dass wir einen Agonia genommen haben. Doch. Das ist immer wieder. Und immer wieder erschreckig. Ehrlich. Und du siehst nie was. Du siehst hier nie irgendeine Ente oder sonst irgendwas, was diese Geräusche verursacht. Ehrlich. Es ist so schlimm. So. Wir müssen hier hoch. Ein bisschen heller wäre schon schöner, aber. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal auf Wanderschaft. So, keine Distel. Haben die uns schon entdeckt? Nee, noch nicht. Wo sind die? Jetzt, wir wurden entdeckt? Nee, ich check das nicht. Wo sind die denn? Auf der Karte? Jetzt da. Okay, die haben uns entdeckt. Hallo! Noch einmal. Eimer. Noch ein Eimer. Nö, niemand. Okay. Gut, gut, gut. Genau, und jetzt. Warte mal. Da ist unsere Ausdauer. Also, blau ist unsere Magie, rot ist unser Leben, grün ist unsere Ausdauer. So, ist ziemlich ruhig jetzt hier. Ich finde auch keine Rohstoffe irgendwie mal unterwegs. Oh, da, es hat gerade ein bisschen geruckelt.
So, oben auf der kleinen Leiste können wir es schon sehen. Und jetzt sehen wir da einen kleinen Turm. Da drüben. An den sollten wir uns so leicht heranschleichen. Ich gehe schon mal auf Favoriten. Nehmen wir schon mal einen Langbogen. Jetzt muss ich ganz genau gucken. So, ein bisschen näher ran. Schleichen verbessert auf 21. Stufenfortschritt. Neue Stufe erreicht. Und das nur wegen Schleichen. Das bringt's halt. Das ist halt echt nicht verkehrt. Neue Stufe. Swoosh. Stufenaufstieg. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. So, was verbessern wir? In erster Linie möchte ich die Gesundheit. Die ist mir echt wichtig. So, Talent, Taschendiebstahl, Redekunst. Redekunst wird auch wichtig. Das sind so viele Sachen, die wichtig werden. Wenn wir jetzt hier mal raufgehen. Falschen. Einkaufspreise sind um 10% niedriger. Das hier können wir leider noch nicht mal verführen, das andere Geschlecht. Bestechung. Du kannst Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Überreden. Das ist wirklich. Man sieht halt unten immer. Redekunst, Level 15, erfordert Level 30. So. Falschen brauche ich jetzt aber gerade mal erstmal nicht. So, was haben wir denn noch? Beschwörung, Zerstörung. So, wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magicka. So, und jetzt haben wir hier drüben. Das können wir halt alles erst ab Level 20. Das meiste können wir noch gar nicht. Das kann ich jetzt gar nicht aussuchen. Möchtest du dieses Talent wirklich erlernen? Doch. Könnte ich jetzt machen. Wäre eventuell. Was? Ich wollte doch gar nicht komplett raus. Wäre sogar recht sinnvoll. Wiederherstellung. Das wird jetzt sogar noch unterteilt. Oh Mann! Ich drücke immer das Falsche. Dann nochmal unterteilt. Veränderung. Verzauberung. Schmiedekunst. Schwere Rüstung. Blocken. Zweihändig. Einhändig. Schießkunst. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Leichte Rüstung. Schleichen. Schleichen. Schloss knacken. Ach Mensch, das ist. Wo fangen wir denn da an? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Ehrlich, ey. Aber wir sehen hier gerade, dass wir aktuell Zerstörung viel einsetzen. Deswegen machen wir das mal. Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Jawohl. So. Gut. Na dann. Weiter geht's. Wenn ich jetzt ganz genau gucke. Treffer. War ein Schleichangriff? Ausgewichen? Ist schon mal tot? Bogenschütze gegen Bogenschütze. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Ah, nicht getroffen, aber sie uns auch nicht. Verdammt. Wir haben nur 28 Schuss. Jetzt hat sie uns auch mal getroffen. Bin ich jetzt zu blöd oder was? Der hat gesessen. Gut. So. Die anderen haben uns, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Weil Schleichangriffe bringen halt einfach mal auch nochmal viel mehr Schaden. Ein Jagdbogen, sehr gut. Und kann einen halt auch, kann uns halt auch in eine sehr gute Ausgangsposition bringen, indem der Gegner halt schon geschwächt ist. Deswegen setze ich das halt auch sehr gerne ein. So, da brauchen wir den Langbogen nicht mehr. Machen jetzt den Jagdbogen. Damit rüsten wir uns jetzt auch aus. Schleichen uns noch ein Stück ran, weil meines Wissens müssten da sogar noch welche drin sein. Die nehmen wir mit. So, okay. Wo haben wir denn getroffen? Wow! Der hat gesessen. Das war unser erster wahrscheinlich. Mitten in den Schritt. Und dann zwischen der Augen. Boah. Der war nicht so schlecht. So, der Punkt ist jetzt der, da drinnen wird es jetzt eng. Ergo. So. Das bringt uns ja natürlich dann auch nichts. Ganz leise. Ach, stimmt, hier war's. Ja, das ist jetzt super, einer von hinten angreifen können.
Hier war doch noch einer, es waren noch nicht nur die zwei gewesen. Ah, hallo. Wer hat hier Licht drauf? Reicht dir das nicht? Zerstörung verbessert sehr gut. So, was willst du denn? Du bist tot. Mehr habt ihr nicht drauf, du hast doch einen Schaden. So, Stahl, ich brauch... War das jetzt Einhänder, ja, ne? Die Sachen hier draußen brauchst du gar nicht aufnehmen. Wir finden drinnen noch genug. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Badam, badam, badam. Durchsuche Fass. Äpfel. So. Ah, ach, verdammt. Nicht mal Treppen laufen kann er. Wer noch einer? Nö. Und hier haben wir eine Truhe. In der Truhe haben wir Dietriche, Gold, winziger Seelenstein und Zaubertrank des Falschens. Du schlägst beim Falschen 30 Sekunden lang um 10% bessere Preise heraus. So, mal abgesehen davon, dass ich diese Dinger, glaube ich, nie verwende, weil ich nie dran denke, nehmen wir es trotzdem mal mit. So, hier drüben ist nichts. Zack, wieder rüber. Ah, den hat man schon durchsucht. So, okay, gut. Dann hätten wir dieses Türmchen jetzt auch erledigt. Ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten, aber wir haben jetzt noch genug Zeit. Lalala. Oh. Nee, wir brauchen jetzt keine Pause. Immer weiter, wenn wir gerade dabei sind. Hier in den Eisenpfeil immer wieder mit. Wenn wir gerade dabei sind, dann sollten wir jetzt nicht einfach eine Pause einlegen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Beides flammen, dann, damit wird das natürlich nochmal doppelt verstärkt. Frage ist bloß, wie viel Schaden fügen wir halt zu? Die Ölsturzhügel oder der Ölsturzhügelgrab. So, Verzeihung. So. Wo waren denn jetzt hier wieder Gegner gewesen? Ein bisschen weiter schleichen. Damit wir den Gegnern ein wenig ausweichen, müssen wir schleichen. Denn Schleichen kann uns vor Schlimmeren bewahren. Dann wird uns vielleicht nichts Schlimmes widerfahren. Und das Schleichen, das wurde gerade verbessert. Und die Gegner werden gleich von hinten gemessert. Nee, wir haben ja gar... Na gut, wir haben Dolch, aber... wenigstens einen. Die anderen werden es zwar dann eh mitbekommen, aber einen würde ich schon gerne irgendwie dann mit dem Jagdbogen einfach mal wegballern. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt... Ich versuche das ein bisschen runterzuschrauben, euch hier zu spoilern. Das tut mir echt leid. Schleich, Schleich. Ah, verdammt, verzogen. Hier drüben. Sei ruhig. Nix hier drüben. Nix hier drüben. Oh, sehr gut. Nicht getroffen. Oh. Nicht getroffen. Jawoll. So. War's das? Schaut so aus. Gut. Hier mal noch. Nee, das ist definitiv eine Zweihandwaffe. Das hatten wir auch gesehen. Die brauche ich nicht. Eisenpfeil noch mitnehmen. Tap, tap, tap. Gut.
Hier haben wir sie noch. Gold. Nee, Tomate brauchen wir nicht. Eisenpfeile. Hackbogen, Hammer. Holzfäller-Axt, die wird man noch brauchen. So, okay. Gab es hier sonst noch irgendwas? Was ist jetzt passiert? Hä? War hier eine Falle oder was? Aber von hier wird doch keiner kommen. Glaubt ihr, ihr könnt das mit mir aufnehmen? Da ist doch noch jemand. Gucke an. Ja, wir glauben das schon. Wo ist er denn? Hallo? 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 Wo bist denn du? Ach, da! Da! War ich gerade laut? Ey, wir haben Pfeile in der Brust. Mach den mal raus. Aber wo kamst du denn jetzt noch her? Ach, warum habe ich denn jetzt den Eisendolch mitgenommen? Eisenpfeile, sehr gut. Dann haben wir davon erstmal dann genug. War sie auch diejenige, die uns getroffen hat? Weil eine Falle habe ich da jetzt nicht gesehen. Gibt es sonst noch was zu erkunden? Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ich bin sonst immer gleich reingerannt, anstatt mich hier auch mal umzuschauen. Manchmal kann man ja noch irgendwie so einen Nebeneingang entdecken oder sonst irgendwas. Aber dies scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Bevor wir also jetzt reingehen, werde ich jetzt in dieser Folge auch nicht mehr. Ich habe gerade mal auf die Zeit geguckt. So schön Aussicht. Wir sehen zwar kaum was, aber es ist trotzdem eine schöne Aussicht. Wo ist denn hier diese Brücke, wo wir rübergegangen sind? Die müsste doch irgendwo da sein. Ich glaube, da drüben ist Flusswald. Na egal. So. Gut. Ich glaube, dann ist hier nichts. Aber geil schaut es schon aus, muss man sagen. Na, spring drüber. Na komm, spring. Da haben wir ja sonst noch jemanden, der uns an den Rücken fällt oder so. Nö, oder? Jetzt haben wir alle. Hier noch was? Nö, ne? Wo hier geht's noch? Na, wir kommen. Da ist eine Höhle. Da auf der Karte wird mir eine Höhle angezeigt. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Okay, gut. Dieser kleine Ausflug musste halt jetzt. Oh, okay. Anscheinend bringt es uns rein gar nichts. Nur, dass wir jetzt hier runterfallen könnten. Doch, jetzt heulen nicht rum. Okay, gut. So, dieser kleine Ausflug musste halt mal sein. Ich habe ja gesagt, gerade Weg, nö, rechts, links, überall immer mal lang gucken. Ja, jetzt haben wir es hier hochgeschafft. Jetzt, ich glaube, jetzt brauche ich nicht ins Pausenmenü zu gehen. Diesmal wird uns niemand unterbrechen, sonst wäre es ziemlich unheimlich, wenn jetzt hier irgendwie jemand auf einmal losreden würde. Aber ich glaube nicht, dass es jemand wird. So, dann, ja, wir haben es geschafft zu den Ödstor-Zügel-Gräbern. Da steht Grab, ich weiß, aber sind doch bestimmt mehrere, oder? Wir haben es geschafft zum Ödstor-Zügel-Grab hoch und werden dann hier in der nächsten Folge den Tempel betreten. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.